Es ist alles beschlossen. Alles gesagt. Nur der Oberst und ich gehen in die Stadt. Die Jungs sind damit nicht glücklich. Aber ich denke, es ist alles richtig so. Der Oberst gibt sich selbst die Schuld an Annas Krankheit. Und er würde andere nie für seine Fehler bezahlen lassen. Unsere Fehler. Ich könnte mir niemals verzeihen, wenn ich nicht alles Menschenmögliche für sie tun würde. Oder sogar mehr. Zeit zu gehen. Der Wagen steht bereit. Je eher wir in die örtliche Metro gelangen, desto höher unsere Chancen, lebendig zurückzukehren. Willkommen zurück zu einer neuen dramatisch radioaktiven Folge Metro Exodus. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die dramatisch verstrahlten Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Mit ihm oder darauf? Alles klar. Wir müssen raus zum Miller, es geht los. Und wie immer, Freunde, würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr diesem Let's Play noch ein bisschen Unterstützung zukommen lassen würdet. Wäre auf jeden Fall ein feiner Zug. Ich gehe nochmal pissen. Nein, geht nicht. Okay. Dann los, Miller, wo bist du? Ich bin bereit. Naja, mehr oder weniger. Sind wir. Also, Artyom, das ist deine Chance. Unsere letzte Chance, Anna zu retten. Wir müssen sie nutzen. Steig auf. Tja, am Ende geht es nur um Anna. Artyom, versprich mir eins. Ihr geht dahin und kommt schnell wieder zurück. Wir machen Anna gesund und suchen uns alle einen Ort zum Leben. Ja, nichts lieber als das, mein Freund. Nichts lieber als das. Ich wünschte, genau so wäre es. Oh, das ist mein Bus. Jetzt gepimpt und verstärkt. Du übernimmst die Leitung. Ich überwache die Straße. Die ist bestimmt nicht blitzeblank. Viel Glück, meine Herren. Wir sind jetzt Ihre letzte Hoffnung. Alter Miller, du kannst überhaupt gar nicht fahren. Fahr die Karre bitte nicht zu Schrott. Dankeschön. An dem Bus hängen nämlich Erinnerungen. Wichtige. All diese Waggons, die hier festsitzen. Eine fehlgeschlagene Evakuierung, nehme ich an. Wir sollten versuchen, auf den Platz hinter dem Bahnhof zu gelangen. Da müsste der Eingang zur Metro sein. In Ordnung. Wir können den Wagen nicht zurücklassen. Wir brauchen ihn für den Rückweg. Also, auf geht's. Holy shit, mit dem Wagen da rein. Tja, und wie findest du die Reise zu deinem Traum? Wünschst du dir, dass wir nie aufgebrochen wären? Das sehe ich. Naja, lass uns diese Gefühle für den Moment einfach mal beiseite legen, Artyom. Das kriegen wir hin. Alter, wie kalt ist es hier? Ich glaube, da könnten wir durchkommen. Festhalten. Warum ist der Bus bei Miller so stabil? Und bei mir, wenn ich nur irgendwas berührt habe, hat er sich sofort gedreht. Bei Miller ist das Ding voll das Geländewagen. Vehikel. Dingens. Kirchen. Nix deutsch. Aber ja, oder? Also bei Miller fährt das Ding viel, viel stabiler als bei mir. Das sind aber viele Autos. Die Armee ließ den Verkehr blockieren und die Stadt wurde mitten während der Evakuierung getroffen. Ah, sieht böse aus. Sieht richtig böse aus. Hier kommen wir definitiv nicht in die Metro. Zu viel Schnee. Übernimm das Steuer, Artyom. Tja. Also gut. Laut Karte ist der Eingang zur Metro ganz in der Nähe. Jetzt fahre ich das Ding wahrscheinlich wieder zu Schrott, ha? Der Party-Mutanten-Boss.
Er fährt durch also Schnee. Doch bei Mutanten ist Schluss. Aber halte weiter die Augen offen. Vielleicht gibt es auch unterwegs schon einen Eingang zum Metall. Alter, dieses Teil lässt sich fahren wie eine warme Kartoffel auf Schnee. Und der Sturm wird jede Minute heftiger. Komisches Gefühl. Die Gebäude sind intakt, aber die Stadt ist tot. Meinst du nicht, dass Moskau besser war? Ich habe keine Ahnung. Sieht also beides ziemlich scheiße aus. Direkt durch den Hof. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. So viel besser war Moskau auch nicht. Ja, Miller. So hektisch. Wenn wir stecken bleiben, sind wir erledigt. Geradeaus. Ob es hier Schwarze gibt? Von denen haben wir gar nichts gehört. Vorsichtig. Wow. Okay, jetzt wird der Sturm auf jeden Fall scheiße. Genau wie die Strahlung. Hier können wir nicht bleiben. Nach links. Ja, Miller, jetzt lang mir ja nicht ins Lenkrad. Über den Weg müssten wir wieder zur Hauptstraße kommen. Er hat verdammt gute Ortskenntnisse, der Mann. Verdammt! Noch ein Haufen Autos! Hier scheint ein Panzer durchgefahren zu sein. Das war's wohl mit dem Wagen. Jetzt müssen wir zu Fuß weiter. Und wir müssen uns beeilen. Die Strahlung steigt an und die Filter halten nicht mehr lange. Bist du gerade durch die Tür gesprungen? Ja, ich kann nicht raus. Jetzt geht's. Ich muss noch ein wenig trödeln. Na los, auf geht's. Wir müssen uns beeilen, sonst sind wir erledigt. Ja, dann hopp. Wir nähern uns einer großen Kreuzung. Der Eingang zur Station müsste rechts dahinter sein. Aufpassen, der Schnee ist tief. Fuck, Mann. Normales russisches Wetter. Sprinten ist nicht. Wunderschön, oder? Wenn keine Strahlung da wäre, irgendwie wunderschön. Keine Dämonen. Keine Nosalis. Nichts. Überhaupt gar kein Leben. Wow, Miller! Nicht mal Loot. Und normalerweise gibt es überall Loot. Miller, wo bleibst du denn? Alter Mann, komm. Komm, alter Mann. Alles klar. Mir geht's gut, Miller. Wie kommen wir wieder zurück? Schon mal daran gedacht? Was sagt die Strahlung? Endlich sind wir da. Jetzt müssen wir den Weg ins Stadtzentrum finden. Das ist mal ein Einsturz. Irgendwelche Vorschläge, wie wir in den Tunnel kommen? Ja. Durch den Waggon. Ich helfe dir, ihn zu öffnen. Lass uns das machen. Tja, gefrorene Leichen gehören zum Alltag hier, ne? Das beeindruckt niemanden mehr. Überall Skelette. Die liegen schon mindestens 20 Jahre. Aber Spinnen, ne? Lass uns selbst bei dieser Temperatur. Die tun uns nichts mehr. Die Überlebenden aber vielleicht schon. Wenn es welche gibt. Wir müssen zur Station am Leninplatz. Das Institut ist nur einen Steinwurf von dort entfernt. Die Metro ist hier nicht sehr tief und durch die starke Strahlung haben die Menschen hier vermutlich nicht lange durchgehalten. Hier unten ist es etwas sicherer. Da oben haben wir allerdings mindestens die dreifache Dosis abbekommen. Die Tunnel, das ist ja genau wie zu Hause. Wir sind hier ganz in unserem Element.
Schön, dass du dich daheim fühlst. Ich find's unangenehm. Was sagt man dazu? Wir können die Luft hier atmen. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Meine ich rede von 8-fach stärkere Strahlung als in Moskau. Und hier unten ist alles clean. Oh, guck mal hier. Oh, geil. Russische Tunnelluft. Oh, ja, die batscht. Schon wieder Mutanten. Da freut sich aber jemand. Ah, die Mutanten. Haben es auf uns abgesehen. Tja, sollen sie es doch versuchen. Ah, die guten alten Mutanten. Ich fühle mich zu Hause. Nicht wahr, Miller? Nicht wahr? Der direkte Weg ist versperrt. Seh dich mal um, Artyom. Wir müssen in den angrenzenden Tunnel gelangen. Ja, und jetzt soll ich wieder da irgendwas öffnen, ne? Alter Mann. Oder auch nicht. Wie wär's denn hier? Probieren wir mal, uns hier durchzuquetschen. Da ist der Durchgang. Bewegung. Ich gebe dir Feuerschutz. Wow, guten Morgen. Das ist ein riesiger Maulwurf. Nimm das. Alles in Ordnung? Gut. Naja, in Ordnung. Mir ging's schon besser, Kumpel. Na los, komm schon. Geil, riesige Killermaulwürfe. Die sind ganz schön robust, die Viecher. Und sie haben keinen Loot. Direkt in den Hintern geschossen. Bereit machen. Was hier drüben? Was zur Hölle? Noch mehr Viecher? Oh, ein Albino. Besonders gefährlich. Habe ich irgendwas zum Yada Yada? Nein, habe ich nicht. Oh, Kacke! Oh, Kacke! Heilige Scheiße. Wow. Verdammt. Vermutlich sind die mit den Mutanten zu Hause verwandt. Und in dieser Metro wimmelt es davon. Schön. Ich denke, mit denen kommen wir klar. Ja, ja. Ich mag deinen Optimismus. Was essen diese Dinger hier eigentlich? Menschen jedenfalls nicht. Müll, Miller. Sie essen köstlichen Müll. Das Maulwurfsvolk. Hans Maulwurf. Ich habe ihn getötet. Der Albino war der Anführer. Seit langem verlassen. Sieh dich hier um, Artyom. Vielleicht findest du noch etwas Nützliches. Ich bin dabei. Ich loote alles weg. So. Old Mac Miller. Michael, Fedorov von Abschnitt 20 hier. Hör mal. Unsere Filter sind kompletter Müll und am der Sibylskaja wurden sie diesen Herbst erneuert. Können meine Kinder in deiner Station bleiben? Ihre Schulkameraden sind auch dort. Das geht nicht, Nikitic. Das Militär hat hier jetzt das Sagen und die lassen keinen rein. Aber keine Sorge, sie verteilen jetzt den Strahlenschutzstoff. Soll ich meinen Kindern etwa diese grüne Scheiße geben? Kommt mir bloß nicht damit. Das grüne Zeug ist besser als alle Filter, die ihr kriegen könntet. Wie ich schon sagte, keine Sorge. Ihr müsst es ja auch nur ein paar Monate nehmen, bis die Situation sich verbessert. Wie auch immer, lass uns später darüber reden. Okay, machen wir das. Gut. Hast du gehört? So konnten sie also überleben. Wegen diesem grünen Zeug, dem Strahlenschutzstoff, den das Militär verteilte. Und dann waren ihre Vorräte aufgebraucht. Aber die Strahlung war noch da. Und das war's. Pass auf, hier ist alles los. Brich nicht an! Oh, das sieht nicht gut aus. Die Brücke ist hinüber. Dafür gibt's aber jede Menge Fungus. Wir sind an zwei Etagen. Lass uns versuchen, nach unten zu gelangen. Miller, du bist extrem geschwätzig, ne? Ein sehr, sehr kommunikativer Mann.
Ich hatte gehofft, dass wir Khan nochmal wiedersehen. Alter, was eine Brühe! Was eine Brühe. Ja, da willst du nicht rein. Dafür bist du dir zu fein, ha? Huh? Jetzt halt die Frage. In welche Richtung schlagen wir ein? Alter, was ist das da oben? Irgendwas im Wasser. Wir gehen besser raus. Ja gut, dann geh doch nicht noch tiefer rein. Oh, Miller. Was da drüben? Was mit der Seite? Alter, könnt ihr das sehen? Igitt. Bah. Das ist ja wie ein D6. Miller, ich geh mal hier drüben hin. Schau mir das an. Hier kommt man gar nicht durch. Irgendein Gitter oder sowas unter Wasser versperrt den Weg. Schaut euch diese Saugerlis an. Boah, die reagieren sogar. Das ist schon hart widerlich. Schwänze, die von der Decke hängen. Habe ich gerade böses Karma oder sowas bekommen? Weil ich dagegen geschossen habe? Wahr! Hier könnten wir rausgehen. Ich meinte es nicht böse. Die kleinen Mistviecher, ja? Ja gut, Miller, dann Ladies first. Riecht echt angenehm hier unten. Ich hätte gern wieder meine Maske auf. Hier sind die Einheimischen. Erinnert an das Massengrab in Moskau, oder? 8000 Kilometer weiter. Und wir sind schon wieder an einem Massengrab. Ich frage mich, ob die auch als Spione bezeichnet wurden. Ich habe keine Ahnung. Notierte Funkmeldung an Kommandant der schnellen Eingriffstruppe OSKOM. Oberleutnant Krepnikov. Sie halten hiermit den Befehl, die gefangenen Aufständischen zur Sonderabteilung zu bringen und anschließend sofort eine Verteidigungsstellung an der Sibirskaya-Station aufzubauen. Vorsitzender OSKOM. Bah. Das ist schon alles sehr, sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Tja, aber einige von denen sind doch richtig fleischig. Diese Leute sind höchstens vor einem Jahr gestorben. Vermutlich alles Überlebende des Angriffs. Halte dich bereit. No, what the fuck? Das ist nicht unsere Metung. Wenn du... Brichst du dir ein Bein, kriegst du alleine zu Europa zurück. Ich kann erst kommen, wenn ich das Medikament gefunden habe. Ja, hilf mir doch raus, du Idiot. Hier, nimm meine Hand. Ich helfe dir hoch. Ganz schön egoistisch, ha? Huh? Geht's. Pass nur ab jetzt auf, wohin du gehst. Wir haben schon genug Zeit. Ich will noch den Pilz. Na, egal. Diese Stützen gefallen mir nicht. Jeden Moment könnte hier alles einstürzen. Mal sehen. Ho, ho, ho. Sieh dir den Staub an. Ich würde einfach durchrennen. Scheint aber stabil zu sein. Auf geht's. Ich renne einfach durch. Miller, jetzt schau dir den Staub nicht an. Ja, faszinierend. Der ist rot. Der Mann lässt sich da richtig Zeit, ne? Oh, guck mal hier. Staub. So, was habe ich ja noch nie gesehen. Der sieht anders aus als bei uns in Moskau.
Der hat irgendeine Spritze im Körper drin stecken, Kumpel. Wir sind im Außenbereich einer Station. Moment, ich zünde eine Leuchtfackel. Verdammt! Immerhin war Krieg. Sieht aus wie in Moskau. Sie hatten alles mit gepanzerten Draisinen verteidigt. Und als die ausgeschaltet wurden, sprengten sie den Tunnel. Die Verstärkung kam nie an. Gehen wir zur Station. Vielleicht können wir dort etwas herausfinden. Ach, unsere alte Freundin, die Duschka. Eine ausgewachsene Belagerung. Die Verteidiger haben den Eingang der Station geschützt. Hier hat es einige Überlebende gegeben, bis sie sich gegenseitig umgebracht haben. In Moskau scheint die Lüge immerhin funktioniert zu haben. Was ist wohl besser? Mit einer Lüge zu leben oder durch die Wahrheit zu sterben? Was? Ich fühle mich merkwürdig. Was ist denn los, Miller? Ja, er humpelt auch so. Irgendwie wieder ganz schläfrig. Alles okay? Geht wie ein Besoffener. Also ich fühle mich gut. Ja, ich sehe auch Dinge. Wir haben ziemlich viel abbekommen. Oh fuck. Das sind die Geister. Den Scheiß kenne ich, Kumpel. Den Scheiß kenne ich. Khan hat mir einiges gelehrt. Man sollte sich nicht mit den Geistern der Metro anlegen. Ist ja wie in Moskau. Wow. Noch ein Grab. Hier hat die Schlacht geendet. Lass uns das Tor versuchen. Es müsste zur nächsten Station führen. Mella, ich glaube, wir sind hier nicht alleine. Gut. Ich glaube, in diesem Massengrab bleiben wir erstmal schön gemeinsam stehen. Hm? Was war das? Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Da, schon wieder. Oh Gott, bis zum nächsten Mal und... Tschüss! Bewerten, verdammt! Bewerten.